Görg. Herr Görg, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Herr Görg, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss, nehme ich an, wissen Sie. Man kann aber schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. § 55. Herr Görg, Ihr Vorname ist Jan, Sie sind 35 Jahre alt, wohnen in Berlingen und sind Florist von Beruf. Ja. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Herr Görger, wie gut haben Sie Nina Riva gekannt? Wir waren befreundet. Ach, halt doch die Klappe, du kranker Perverser. Es reicht mir langsam, Herr. Es hat keiner bei uns im Dorf je einen Fuß bei dir in die Hütte gesetzt, ja? Herr Riva, ich bin bislang ausgesprochen großzügig gewesen Ihnen gegenüber. Jetzt bin ich noch schuld. Es geht nicht um Schuld, es geht um das Verhalten eines Nebenklägers. Ja, okay. So, es ist ja interessant, immer auch zuzuhören, was ein Nebenkläger zu sagen hat. Aber nicht auf die Art und Weise. Haben Sie es verstanden? Ich beantworte nur Fragen, die Sie mir stellen. Ich bitte, Sie beantworten nur Fragen, die die Frau Vorsitzende Ihnen stellt. Sie beantworten die Fragen aller Verfahrensbeteiligten. Ja, aber nicht von ihm. Herr Görke, erklären Sie mir lieber mal, wie zum Beispiel in die Kleidung der Tote Gegenstände kommen, die von Ihnen stammen, Herr Görke. Wie kommt das? Sie meinen Fotos, das Kärtchen mal, Görke, und... Damit Sie Ihr Erinnerungsvermögen mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Eine Kette. Mhm. Wollen Sie es? Ja, ja. Herr Görke. Dieses Kettchen ist bei der Toten, beziehungsweise in der Kleidung der Toten gefunden worden. Ist von Ihnen das Kettchen? Ist ein Geschenk, ist doch nichts dabei. Ein Geschenk, ja. Was sind das für Bilder hier? Erklären Sie mir die mal bitte. Fotos mit Nina. Ja. Und was sind das für Bilder? Was machen die, vermitteln die für einen Eindruck, diese Bilder? Kein Mensch, der eine Freundin hat, hat solche Fotos. Das sind Fotos, die aus der Entfernung mit einem Teleobjektiv aufgenommen worden sind, wo Nina sich mit irgendwelchen anderen Männern unterhält. Das ist nichts Intimes, wo Sie dabei stehen. Es kennt auch niemand in der Ortschaft Sie. Es weiß auch niemand, dass Sie mit der betreffenden Person irgendetwas zu tun hatten oder dass Sie mit ihr zusammen waren, sondern das Verhältnis zwischen Ihnen und ihr wird so dargestellt, wie er als Bruder es eben beschrieben hat. Mit Ihnen will keiner was zu tun haben. Und dann findet man noch sowas. Für meine Kleine, du bist was ganz Besonderes. Und ich habe den Eindruck und kriege nicht los, dass sie möglicherweise, also die junge Dame, das Opfer, für sie was Besonderes war. Aber nicht, dass Sie für das Mordopfer irgendetwas Besonderes dargestellt haben. Und in dem Zusammenhang und mit der Beschreibung, die er eben abgegeben hat, da stelle ich mir die Frage, was am Tattag wirklich passiert ist, Herr Görke. Würden Sie mir das vielleicht freundlicherweise mal erklären? Haben Sie sie vielleicht gesehen mit ihm? Haben Sie in Ihrer Welt, in der Sie sich schon eine Liebesbeziehung wegen dieser kleinen Geschenke eingebildet haben, sich vorgestellt, sie sei Ihnen fremdgegangen, Herr Görke? Sie können, glaube ich, nicht objektiv über mich urteilen. Das ganze Dorf ist nicht gerade gut, über mich zu sprechen. Ich bin vor 6 Jahren nach Berlingen gezogen. Und hatte direkt von Anfang an große Schwierigkeiten da. Die Leute haben hinter mir getuschelt, haben die Straßenseite gewechselt, wenn ich durchs Dorf gegangen bin. Wenn ich abends in der Dorfkneipe noch ein Bier trinken wollte, hieß es für mich Feierabend, während die anderen auch lustig irgendein Bier eingeschenkt haben. Nur Nina liebte sie, stimmt's? Ja, sonst Nina, niemand im Dorf. Nina war die Einzige. Sie hat mich aber als Mensch geliebt. Sie hat mir eine Chance gegeben. Wir haben uns gut verstanden. Und wie ist so eine Freundschaft zu Nina entstanden? Von der Ferne oder aus? Vor 4 Jahren. Wir sind beim Spazierengehen am Waldrand, habe ich sie kennengelernt. Sie hat mich angesprochen. Am Waldrand? Ich habe einen Hund, der im Übrigen auch dazu verwandt wurde, alles gegen mich zu stellen. Der Hund sollte gemeingefährlich sein. Der Briefträger hat mir noch nicht mal mehr Post in den Briefkasten geschmissen. Und Nina sprach mich am Waldrand an, ob sie diesen Hund streicheln dürfte. Sie hat gesehen, dass Leo ein ganz lieber Kerl war. Und wir haben uns verabredet, in Zukunft immer zusammen spazieren zu gehen. Sie selber hat sich auch einen Hund gewünscht. Und immer im Wald spazieren zu gehen, Herr Görke, oder nicht? Ja, wissen Sie darüber irgendwas? Hat Ihre Freundin da irgendwas dazu erzählt? Ich denke, das ist einfach eine Lüge. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Also ich meine, wir waren beste Freundinnen. Nina hat mir nie was davon erzählt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie mit dem mitgegangen ist. Also tut mir leid. Ich glaube, so nah habt ihr euch gar nicht gestanden. Ach, was weißt du denn? Es war natürlich so, dass Nina, wenn wir nicht spazieren gingen, bei mir zu Hause war. Und wir haben gute Gespräche geführt, Tee getrunken. Ich habe ihr bei den Hausaufgaben geholfen. Und ich habe ihr geraten, über diesen Kontakt mit mir ihrer Außenwelt nichts zu sagen, ihrem Umfeld. Weil ich ja weiß, wie dieses Umfeld über mich denkt. Und ich tat auch gut dran, denn als Nina umgebracht wurde, haben ja auch alle mit dem Finger auf mich gezeigt. Robin wird es wohl am besten wissen. Was meinen Sie damit? Ich habe einen eindrucksvollen Beweis von ihm erhalten. Er zwang mich wohl zu einem Geständnis und hat mir diese Narbe an der Stirn zugefügt. Zudem hat er die Einrichtung meines Hauses in Kleinholz umgewandelt und meinen Hund qualvoll vergiftet. Ach, komm mal, die Klappe. Dafür hast du doch keinen Beweis. Ich brauche auch keinen Beweis dafür, weil ich das auch gar nicht zur Anzeige bringen wollte. Ich wollte die ganze Sache gar nicht hochspielen. Ich wollte im Grunde genommen
Aber dass ich Nina habe ich nicht umgebracht. Die Beweise, die gefunden wurden, haben mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich bin unschuldig, damals wie heute. Herr Görke, Sie sind Landschafts- oder Friedhofsgärtner, ist das richtig? Florist. Ja, Florist nennt man das heute. So, und gegenüber Ihrer Arbeitsstelle, Ihrer früheren, war eine Schule. Ist das richtig, Herr Görke? Ist es auch richtig, dass Sie Ihre Arbeit verloren haben? Und würden Sie die Freundlichkeit haben, uns zu erklären, warum Sie diese Arbeit verloren haben? Ich verstehe Sie nicht. Herr Görke, verstehen Sie mich wirklich nicht, nachdem Sie sich mit Frauen am Waldrand treffen, nur weil Sie den Hund so lieb haben? Sie haben Ihre Stelle verloren, weil Sie sich pausenlos die Schulkinder, Jugendliche angeschaut haben. Hören Sie auf, mich hier in irgendeiner Weise als pervers darzustellen. Es reicht. Eine Frage von Ihnen. Es reicht wirklich. Herr Görke, was haben Sie beim Anblick dieser Kinder auf dem Schulhof empfunden? Das möchte ich von Ihnen wissen. Ich bin nicht pervers. Ja, Tagen in deiner Hütte da am Waldrand machst. Ich muss mir das wirklich nicht gefallen ohne lassen. Ohne Kinder, guckst dir Fotos an. Es ist meine Privatsache, halt deinen Mund. Herr Riva! Sag's doch einfach! Herr Riva, ich bin nicht willens, hier in dem Fall zu schreien. Und wenn ich sowas noch mal höre von Ihrer Seite aus, gibt es das nächste Mal ein Ordnungsgeld. Was wollten Sie sagen, Herr Görke? Ich habe nicht immer so ein zurückgezogenes Leben geführt wie jetzt in Berlingen. Ich habe eine Frau und eine Tochter gehabt. Die sind beide tot, Verena und Silvi. Und ich bin schuld. Ich habe mal ein kleines Alkoholproblem gehabt. Kleines? Und eines Abends war ich total besoffen auf dem Sofa und bin mit einer brennenden Zigarette wohl eingeschlafen. Ich bin wach geworden vom Qualm, immer noch total besoffen, bin ich zum Fenster gegangen und aus dem ersten Stock gesprungen und habe meine Tochter und meine Frau in der Wohnung zurückgelassen. Und sie sind verbrannt. Das ist das, was mich heute noch so quält, weil das alles verändert hat. Diese verdammte Zigarette hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe alles verloren. Diese Schuld frisst mich auf. Ich bin noch nicht mal dafür bestraft worden. Ich habe der Polizei gesagt, ich wäre unterwegs gewesen. Und bin total abgestürzt. Ich habe nur noch getrunken und meine Abende in irgendwelchen billigen Spelunken mit Zocken verbracht. Ich habe selber gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann und dass der Alkohol mich völlig fertig macht. Und dann habe ich da meine Zelte abgebrochen und ein neues Leben anfangen wollen. Und das heißt, Sie sind dann nach Berlingen gezogen? Ja, ich habe das, was übrig geblieben ist von meinem Leben, in drei Kartons gepackt, bin mit dem Auto los. Und dass es Berlingen geworden ist, war ein reiner Zufall. Ich habe es ja erst mal ganz schön gefunden da. Und mein Haus am Waldrand konnte ich mieten. Und dass die Menschen so gegen mich waren, war auch erstmal gar nicht so schlimm. Ich hatte eh kein Interesse auf menschliche Kontakte. Außer Nina. Sie war so jung und so nett. Und die Unterhaltung mit ihr und die Zeit mit ihr hat mir so viel gegeben. Sie hat mich an meine Tochter erinnert. Und dass ich am Schulhof stehe und irgendwelchen Mädchen hinterher sehe, hat auch keinen Hintergrund, dass ich pervers bin. Sondern das war lediglich, dass ich, wenn ich dort den Schulhof betrachtete, den Eindruck hatte, dass meine kleine Tochter da spielt und ich das einfach auch genossen habe. Das kann ich nachvollziehen. Nicht nachvollziehen kann ich, warum Sie darüber bei der Polizei nie gesprochen haben. Sie sind ja hier als ganz massiv Tatverdächtiger auch vernommen worden. Mehrfach. Sie haben niemandem davon erzählt. Ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich wusste, dass ich nicht schuld bin. Und dass die Polizei mir nicht glaubt, ich bin stur geblieben. Nur Fragen an den Zeugen. Nein, ich habe zu dieser Sache. Nein. Hier bleibt unvereinigt. Dann nehmen Sie bitte an der Seite Platz. Dann Herr Mussmann, bitte. Björn Mussmann, der Polizeibeamte, den die Zeugen gerufen hat. Herr Mussmann, bitte nehmen Sie Platz. Herr Mussmann, als Zeuge muss man die Wahrheit sagen, das wissen Sie ja, haben Sie schon öfters gehört. Ihr Vorname, Herr Mussmann, ist Björn, Sie sind 42, Kriminalbeamter mit dem Dienstrat Kriminaloberkommissar, wohnen in Berlingen und sind mit dem Angeklagten wieder verwandt, verschwägert.
Aussagegenehmigung, soweit sie nötig ist, liegt vor. Herr Mossmann, Sie haben am 11. Januar 2004, an diesem Tag sind Sie gerufen worden per Telefon von Ihrer Tochter Sarah in die Wohnung zu Nina. Ja. Also Sarah hat mich völlig losgelöst und aufgelöst und aufgeregt angerufen. Ich konnte anfangs überhaupt nicht verstehen, was sie wollte. Bis ich dann da endlich hintergekommen bin, habe ich mich sofort in mein Auto reingesetzt und bin in die Wohnung von Nina gefahren. Mein Gott, das arme Mädchen. Der Tod von Nina ist uns allen sehr nahe gegangen. Nina war wie eine zweite Tochter für mich. Aber Sie sind damals noch an den weiteren Ermittlungen beteiligt gewesen? Nein. Ich bin bei der Kriminalpolizei Trier. Für Bellingen ist die Kripo in Wittlich zuständig. Leider Gottes, trotz größter Anstrengungen und Bemühungen, ist es seinerzeit meinen Kollegen nicht gelungen, Daniel zu überführen. Bei den Spuren am Tatort selber gab es leider keine Übereinstimmung. Aufgrund der Probe, die Daniel seinerzeit abgegeben hat und heute durch den Kleidungsfund, konnte Daniel übermittelt bzw. Mann, Björn, ey, du weißt doch, du kennst mich doch, ey, ich hab das nicht gemacht. Was Mensch, Junge, ich bitte dich. Ja, was? Ich dachte, dich zu kennen. Aber dass du jetzt so ein zweites Gesicht hast, gerade ich habe euch früher immer den Rücken gestärkt. Ich hab euch immer, wie viele Leute waren dagegen? Jetzt bleib doch mal wirklich auf dem Teppich. Sarah seinerzeit war 16 Jahre alt, du warst 23. Also, ich war der Letzte, ich habe euch immer den Rücken freigehalten. Aber, und jetzt, das ist es ja, dass du nicht nur Sarah betrogen hast, also das ist ja schon schlimm genug. Aber wenn ich jetzt noch überlege, dass ein Unschuldiger für dich quasi ins Gefängnis gehen muss, und das nimmst du so billigend in Kauf. Sie meinen jetzt den Herrn Görke damit? Sollte. Der ja damals selbstverständlich unter Verdacht geraten ist. Ja, also seinerzeit war es natürlich so, da muss ich schon sagen, da gebe ich auch meinen Kollegen recht, in der damaligen Situation, aufgrund der Beweislage und der Indizien, war der Verdacht natürlich berechtigt. Tut ja mir auch heute sehr leid. Nur aufgrund der neuen Situation und des Kleidungsfundes ist es ganz klar, dass es nur Daniel gewesen sein kann. Und dass auf dem alten Acker am Körstal jetzt eine Kläranlage gebaut wurde, ja, damit hast du überhaupt nicht gerechnet. Nee, da tauchen die Kleider dann auf. Herr Mossmann, mit Bewunderung muss man vor Ihren kriminalistischen Leistungen und Ihren scharfsinnigen Schlüssen stehen. Das Gericht und alle anderen Verfahrensbeteiligten sind, glaube ich, noch nicht so weit, zu den Schlüssen so kommen zu können, wie Sie das tun. Ja, da taucht die Freundin von ihm in der Ortschaft auf und wird massivst bedroht. Fensterscheiben werden eingeschlagen. Frau Strüffler, meinen Sie jetzt? Ja, ja. Also das berührt Sie nicht so weiter, oder? Also da kann ich nichts zu sagen. Dann sag ich Ihnen was dazu. Die ist im Moment gerade in ihrem Traumörtchen unterwegs. Und zwar mit einem Privatdetektiven, den ich Ihnen mitgeschickt habe. Und mit einem ganz, ganz wichtigen Zeugen, Herr Mossmann. Und danach wird sich herausstellen, ob Ihr scharfsinniger Schluss, den Sie eben angestellt haben, viel mehr wert ist als das. So, das ist der Sportplatz. Der Tim wollte zum Fußballtraining, hat sich seinen Arm gebrochen und wollte zugucken. Ja, dann können wir nur mal hoffen, dass Sie da richtig liegen, dass uns der wirklich weiterhelfen kann. Oh, der kommt ganz bestimmt, da schwöre ich drauf. Ja, sehen Sie, da hinten, da ist er. Sehen Sie, der mit der Grünjacke? Ja. Das ist er. Können Sie erkennen, wer da im Auto sitzt? Ich hab kennen Sie den Wagen? Ich hab keine Ahnung. Die wollen weg, verdammte Scheiße! Warte, Moment! Tim, was wollte Frau Stoffler von dir? Was? Ich weiß es nicht. Sie? Sie haben gerade im Gericht gesessen und Ihrem lieben Mann die Hand gehalten. Was machen Sie hier? Was für ein verdammtes Spiel treiben Sie? Ich beruhige mich überhaupt nicht. Mein Gott, haben Sie mich aus Berlin versucht rauszuekeln? Ja, waren Sie das? Tim, was machst du da? Du wolltest dich mit mir verabreden. Was soll das? Sie kommen mit mir zum Gericht und basta! Frau Mossmann, ich werde Sie als Zeugin vernehmen und Sie wissen, ob bei Gericht die Wahrheit zu sagen ist. Und wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Man kann aber immer dann schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Mossmann, Christina ist Ihr Vorname, Sie sind 37, wohnen in Berlingen, Hausfrau sind Sie vom Beruf. Ja. Und verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie. Das ist richtig. Frau Mossmann, was war an diesem Sportplatz in Berlingen los? Was wollten Sie von Tim Röttgen? Nichts, Tim wohnt in unserer Nachbarschaft und ich hatte ihm nur angeboten, ihn ein Stückchen im Auto mitzunehmen. Wirklich? Wohin denn? Ich meine, der Junge weigert sich im Moment immer noch, irgendwo ein Wörtchen dazu zu sagen. Wissen Sie, warum er sich so hartnäckig weigert, zu so was ganz Allgemeinem was zu sagen? Nein, und eigentlich würde ich jetzt auch lieber gehen, wenn es... Moment mal!
Nein, das können Sie im Moment noch nicht, Frau Bosmann. Verdammt nochmal, Sie bleiben hier sitzen und sagen uns die Wahrheit. Alles, was geschehen ist, was für ein Spiel Sie treiben und vor wem Sie schützen wollen. Ich will jetzt alles wissen. Ich weiß nicht, wovon Sie redet. Das kann ich Ihnen gerne sagen. Ich spreche von den von den Autoreifen, ich spreche von dem Pensionszimmer und ich spreche von den Steinen, den Sie mir heute in die Windschutzscheibe geschlagen haben. Sie können mich auch gerne angucken. Und dann das mit Tim, das war auch kein Zufall. Sie haben mich beobachtet, wie ich heute Morgen mit ihm gesprochen habe. Deshalb wollten Sie ihn einfangen und wollten ihn zum Schweigen bringen oder was weiß ich was. Und dann, warum waren Sie so schockiert, als Sie mich heute gesehen haben, als Sie zu Ihrem Auto kamen? Sie haben mich angestarrt, als wäre ich ein Gespenst. Das will ich wissen. Frau Mossmann, wollen wir das vielleicht einmal ruhig versuchen miteinander? Der Junge soll über was schweigen, richtig? Frau Mossmann, er soll schweigen über etwas, was er von Ihrer Tochter weiß. Und nein. Er soll auch darüber schweigen, Frau Mossmann, dass Sie versuchen, die junge Dame, die jetzt verständlicherweise etwas nervös ist, aus der Stadt zu treiben. Richtig, Frau Mossmann? Nein, lassen Sie meine Tochter raus. Sie hat mit der ganzen Sache überhaupt gar nichts zu tun. Sie tun Ihrer Tochter, glaube ich, keinen Gefallen damit, wenn wir sie hier raushalten. Ich kann das auch gar nicht. Ich glaube, dass Ihre Tochter, und so habe ich sie auch heute erlebt, sehr, sehr erzürnt darüber war, weil sie es mitbekommen hat. Sie hat mitbekommen, dass er mit dem späteren Tatopfer zumindest kurze Zeit ein Verhältnis hatte. Und ich glaube, dass sie einfach überreagiert hat. Nein. Und ich glaube, dass Sie es wissen, Frau Mossmann. Und ich glaube auch, dass Sie wissen, was sie getan hat. Nein, ich habe geschwiegen. Das ist richtig. Wer ist für den Tod von Nina Riva verantwortlich? Ich weiß schon lange, wer es ist. Wer? Mein Mann. Was? Woher wissen Sie das? Das gibt's nicht. In jener Nacht, also in der Nacht, in der Nina getötet wurde, da konnte ich nicht schlafen. Ich bin noch einmal aufgestanden, um mir ein Glas Wasser zu holen. Da sah ich Licht im Wohnzimmer. Björn kniete vor dem Kamin und er weinte. Ich wollte gerade zu ihm hingehen und ihn fragen, was los ist, wollte ihn trösten. Da sah ich, dass er etwas im Kamin verbrannte. Es war seine Kleidung. Hat jemand sie bemerkt? Nein. Und ich habe auch nichts gesagt. Ich dachte, wenn ich schweige, dann wird es sich vielleicht aufklären. Vielleicht ist das Ganze nur ein Missverständnis. Und dann am nächsten Tag, die blutigen Kratzer auf deinem Rücken. Und wochenlang bist du mir aus dem Weg gegangen und hast körperliche Annäherung überhaupt nicht zugelassen. Aber ich habe eine Familie und wir waren glücklich und ich wollte nichts sagen. Und als dann die Ermittlungen eingestellt wurden und auch niemand Unschuldiges verhaftet wurde, da dachte ich, es wäre vorbei. Aber dann ist ja die Kleidung aufgetaucht, auf einmal. Die ganze Zeit habe ich meinen Mann beobachtet und habe gesehen, wie er Tim eine Speichelprobe abgenommen hat und wie er ihm Geld gegeben hat, damit er schweigt. Und dann wurde Daniel verhaftet und seine Freundin kam ins Dorf und stellte diese ganzen Nachforschungen an. Und ich musste etwas tun. Ich habe ihr die Autoreifen zerstochen, ich war in ihrem Zimmer und ich habe ihr den Stein in die Scheibe geworfen. Sie hatten Angst, dass Tim etwas von der Speichelprobe erzählen wird, oder? Ja. Herr Mossmann, werden Sie sich dazu äußern? Sie wissen, dass Sie es nicht tun müssen? Ja, ich wusste nicht, dass Christine das wusste. Ich wusste es nicht. Noch Fragen an die Zeugin Mossmann, bleibt unvereidigt. Nein. Sie nehmen an der Seite Platz. Herr Mossmann, bitte, nehmen Sie hier vorne Platz. Ich will Sie weiterhin zu dieser Sache vernehmen und auf Ihre Rechte und Pflichten hatte ich Sie vorhin schon hingewiesen. Also Sie waren es, der Nina Riva am 11. Januar 2004 in der Wohnung mit dieser Nachttischlampe niedergeschlagen hat? Ja. Wie ist dazu gekommen? Nina rief bei uns zu Hause an. Sie hatte geweint am Telefon. Sie konnte ihre Mutter nicht erreichen. Sie war irgendwie bei Verwandten. Ich weiß es nicht. Und ihren Bruder konnte sie auch nicht erreichen. Sie bat mich, ich sollte rüberkommen. Ich sollte zu ihr hinkommen. Ja, da habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin zu ihr hingefahren. Ja, sie war völlig fertig.
Sie saß da wie ein Häufchen Elend. Sie erzählte, dass irgendwie ein Typ sie zurückgestoßen hatte, dass er nur mit ihr ins Bett wollte. Ja, ich habe sie getröstet. Mann, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich weiß es nicht. Ich habe sie getröstet und da war sie vor mir. Es hat mich erregt. Ich wollte, sie wollte, sie hat sich gewehrt. Es ist passiert. Es ist passiert. Ja, und weil es, wo es vorbei war, dann war, wollte sie mir drohen. Sie wollte die Polizei anrufen. Ich wollte sie abhalten. Ich wollte sie davon zurückhalten. Ja, ich wusste nicht mehr, was ich mache. Und da war die Lampe. Ich habe nur die Lampe genommen und aus Versehen, ja, ich habe sie kurz geschlagen. Ich wollte sie nur zurückhalten. Ja, da ist sie hingefallen. Nur hingefallen und da lag sie da. Ich habe dann aus einer Reaktion heraus die Lampe und das Telefon mitgenommen, um die Spuren zu beseitigen. Aber Sie müssen mir glauben, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Noch Fragen an den Zeugen Mossmann? Keine Fragen mehr. 60-7-2 als Tatbeteiligter bleibt unvereinigt. Vielen Dank. Mossmann, nehmen Sie bitte im Moment noch an der Seite Platz. Noch Anträge? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Rüdiger. Muss Gericht, ob es beim Zeugen Mossmann zu einer Anklage kommen wird wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge wie hier oder ob es vielleicht doch ein Mord war, weil er zur Verdeckung einer Straftat gehandelt hat. Er wollte ja nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird, seine Existenz war bedroht, wird ein anderes Verfahren zu klären haben. Der Angeklagte ist jedenfalls freizusprechen. Mit Ausführungen kann man sich natürlich aus unserer Position nur anschließen. Sie sollten sich schämen, Herr Mossmann, in jeder Beziehung. Wollen Sie einen Antrag stellen, Herr Riva? Ich habe nichts mehr zu sagen. Sie haben das letzte Wort, Herr Peters. Ja, ich wünschte, ich wäre einfach ein bisschen eher zur Polizei gegangen. Dann wäre das vielleicht alles etwas anders gekommen. Das weiß ich jetzt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Dass man als Ehefrau schweigt zu Beginn, möglicherweise. Sie sagten ja, Sie seien froh gewesen und dass ein Unschuldiger jedenfalls nicht weiter in Verdacht gekommen ist. Nur was machen Sie eigentlich jetzt? Jetzt wissen Sie doch ganz genau, dass hier ein Unschuldiger sitzt. Und dann nehmen Sie Einfluss, Sie versuchen es auf einen Zeugen. Dieser Tim, der hat damals die Speichelprobe für Ihren Mann abgegeben. Und nun versuchen Sie alles, und das nehme ich Ihnen persönlich übel, Frau Mossmann, versuchen Sie alles, als Sie merken, dass die Freundin des Angeklagten kommt und nachforscht, Sie zu vertreiben. Aber alles Weitere wird ein anderes Gericht zu klären haben. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision, aber es entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Auch nach Verzicht beider Seiten ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Herr Mossmann, Sie sind vorläufig festgenommen. Björn Mossmann wurde wegen Vergewaltigung und Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt und aus dem Polizeidienst entlassen. Christina Mossmann wurde unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter Nötigung und Hausfriedensbruchs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten auf Bewährung verurteilt.